Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 hier mit der Dynastie Marburg und einem neuen Herzog, dem Herzog von Hessen, Herzog Liudolf, der das Erbe seines Vaters ernst angetreten hat am Ende der letzten Folge. Dieser ist ja mit 70 Jahren verstorben und wir sehen ihn hier mit seiner sehr hübschen Frau und vermutlich eine Schwester, die gerade derzeit Erbin ist. Das schauen wir uns mal an. Generell schauen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen Liudolf an. Denn er ist ja noch ganz neu für mich, für euch. Deswegen, ja, da muss ich mal ein bisschen vorstellen. Gestatten, ich erinnere mich noch. Er war, glaube ich, zufrieden und Schurke. Weil es ja, also das war die Charakterisierung durch die KI, von der KI gespielt. Und ja, wir haben, was wir schon mal sehen, er selbst ist ein bisschen reizlos. Das ist schon mal grundsätzlich problematisch, denn diese Eigenschaft ist vererblich und geht bös auf Diplomatie. Also minus 1 und auf Fruchtbarkeit ist jetzt nicht so gut. Anziehungsmeinung minus 1 ist alles nicht so gut. Deswegen ist er vermutlich schüchtern. Wahrscheinlich einiges an Spott erleben müssen. Deswegen zieht er es vor, den Umgang mit anderen Menschen zu meiden. Auf jeden Fall schwierig, wenn man ein so großes Herzogtum regieren und beherrschen muss. Er ist aber auch gefühllos. Liudolf wird oft herzlos und kaltblütig genannt und steht den meisten Dingen gleichgültig gegenüber. Nun gut, wer möchte es ihm verdenken, mit einem so vermutlich feindseligen Umfeld, das ihn in seiner Jugend vermutlich sehr stark belastet und beleidigt hat. Klar, da wird man kein großer Menschenfreund. Aber er ist auch maßvoll, was ihn zu einem ganz guten Verwalter macht. Also wenn er in seiner kleinen Kabine hockt und sich oder in einem Kämmerchen hockt und sich dort zurückzieht, dann ja, ist er wohl da ganz effektiv, aber auch zurückhaltend. Also Liudolf zufolge ist es am besten, sämtliche Dinge nur in verträglichen Dosen zu genießen. Das gilt vielleicht, er ist nämlich derzeit immer noch kinderlos, mit 26, sie 22 schon. Er hat 2, 3 Jahre verheiratet. Vielleicht auch, was eheliche Pflichten angeht. Ein bisschen, das darf man nicht zügeln. Vielleicht will sie auch nicht. Für sie eine Qual. Sie gilt als sehr, sehr hübsch. Sie ist Wohlgestalt. Also, das ist tatsächlich nur Stufe 1 der vererblichen Eigenschaft. Aber sie gilt als hübsch. Und gleichmäßigeres Gesicht schon mal als er. Ein bisschen verknautscht tatsächlich. Und interessanterweise ist sie eine aggressive Angreiferin, fähige Taktikerin. Also die war wohl eher, ne, wahrscheinlich haben die Hofdamen gehofft, dass sie eine feine Dame wird, aber sie war wahrscheinlich eher so ein bisschen rauflustiger. Ist aber trotzdem auch ganz gut bei Diplomatie, natürlich bei Kriegsführung, Verwaltung eher schlecht. Sie ist quasi so ein bisschen das Gegenteil, aber dafür, dass sie eigentlich eine gute Taktikerin, sie ist feige, sie mag es überhaupt nicht herausgefordert oder eingeschüchtert zu werden. Was passt wieder, dann könnt ihr sich ein bisschen zurückziehen und auch sie ein bisschen aus dem Hintergrund, aus dem Schatten heraus agieren. Sie ist aber auch eine religiöse Eiferin. Das passt aber auch ganz gut zu seinem Maßhalten. Was gar nicht passt, ist, dass sie sehr gesellig ist. Und das ist natürlich schwer, weil die beiden natürlich nicht gut miteinander auskommen. Aber es könnte natürlich, auf lange Sicht, könnte natürlich für Liudolf eigentlich ganz gut passen, weil dann schickt er einfach immer seine Frau nach vorne. Sie übernimmt so ein bisschen auch mit die Regierung, zumindest die Kommunikation nach außen. Jetzt ist er allerdings, und das darf man nicht vergessen, eine graue Eminenz. Das heißt, er kennt die Feinheiten der Diplomatie wie seine Westentasche und ist ein Meister seiner Kunst. Also er ist wirklich ein diplomatisch hervorragender Mensch. Schlägt sich hier jetzt im Wert nicht ganz so nieder, eben weil er schüchtern ist. Ich glaube tatsächlich, das kann man auch so interpretieren, er spinnt halt wirklich die Fäden aus dem Hintergrund, aus seinem Kämmerchen heraus. Und tatsächlich sitzt meist vermutlich Eleonora auf dem Thron oder im Herrschaftssaal und empfängt die Gäste und kümmert sich um das, was gesagt werden muss, während er ihr sagt, was sie zu sagen hat. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. So könnten wir das Ganze sehen. Er ist auf jeden Fall sehr mächtig. Nicht so mächtig wie sein Vater, denn er kann nicht so viele Domänen selbst halten. Wir müssen jetzt einiges abgeben. Das ärgert mich ein bisschen, gebe ich zu. Ich würde versuchen, auch wenn das nicht... Also Herrscher helfen ist eigentlich ganz gut, weil das, ja, das, also sie hilft ihm quasi überall. Im Prinzip auch bei höfischer Politik.
Aber ich möchte sie gerne hier versuchen. Reicht leider nicht ganz. Schade. Ich hätte gehofft, dass wir zumindest mal auf 7 hochkommen. Kommen wir nicht. Guti. Ja, also so viel mal zu Herzog Liudolf. Er hat übrigens noch seine Mutter. Ja, die ist auch noch jung genug. Und seine 4 Schwestern. Und da ist jetzt sehr wichtig, dass sie hier verheiratet ist mit Prinz Thomas. Der würde ein Bündnisangebot annehmen. Ich weiß aber auch, dass wir natürlich ein Bündnis mit England schließen könnten. Und das wäre mir erstmal, ich weiß nicht, ob beides geht. Deswegen warte ich an der Stelle mal ab. Ich versuche ihn gerade zu beeinflussen. Das versuche ich noch gar nicht. Ich glaube, ich mach's. Oh, das geht ja gar nicht gut. Warum ist das hier so schlecht? Fremdenreich. Können wir irgendwas tun, um ihn von uns zu beeindrucken? Falls ihr die Wette verliert, gewinnt er 25 Meinungen, aber ich erhalte Anspannung. Ich sehe, ist das so ein Brief? Schach. Oder eher nicht. Weil wenn ich gewinne. Er hält zwar Anspannung, aber er mag mich auch. Also es könnte gut funktionieren. Stell mir mal vor, der König liegt hier gerade krank im Bett. Wir schicken ihm ein paar Briefe. Wir spielen jetzt tatsächlich über einen langen, langen Zeitraum Schach. Über Briefkorrespondenz. Freundschaft geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Das können wir vielleicht später mal machen. Genau, diese Verbündeten. Also wir brauchen auf jeden Fall Verbündete. Er ist nämlich, das dürfen wir nicht vergessen, also was jetzt das Außenpolitische angeht, da können wir jetzt sozusagen mal alles auspacken, was das Spiel möglich macht. Sie ist auch gefühllos interessant und zufrieden. Das heißt, diese hier wird er ganz machtpolitisch verbünden. Relevanz. Königreich von Sizilien, aber er ist nicht stark oder wie? Na doch, komm. Also ein Königreich ist natürlich immer stark. Stark, auch wenn der natürlich weit weg ist. Die Doge natürlich zu alt, das machen wir nicht. Grafschaft von Merseburg sehe ich nicht. Warum ist ein Bündnis macht? Ach, guck mal, Königreich ist ja den. Oh, die sind ja noch ein bisschen näher. Also, wenn wir das hier mit dem machen, bekämen wir. Oh, das bekämen wir ein richtig starkes Bündnis. Deswegen machen wir das auch. Also, wir nehmen natürlich jetzt einfach das mächtigste Bündnis, was wir. Das würde sogar eine matrilineare Heirat funktionieren, weil er auch tatsächlich einfach nicht der. Er würde noch die Grafschaft Spoleto bekommen. Meine Frage ist jetzt tatsächlich: Diese matrilineare Heirat ist ja eigentlich nicht häufig in der Historie. Eigentlich ist das total ahistorisch. Und deswegen nicht gerade sehr realistisch. Spielt natürlich ein wichtiger Punkt, um. Sagen wir, die Spielerdynastie nicht aussterben zu lassen. Aber nun so sind eben auch Dynastien ausgestorben. Das war nun mal so. Auch wenn es also geht, auch wenn er sehr, sehr diplomatiefähig ist, glaube ich nicht, dass das irgendwie sich richtig anfühlt. Deswegen gibt es halt nun Kinder in der Dynastie von Tibaldo di Canossa. Ich überlege gerade, bevor ich das mache, es gibt eine Ausnahme, waren. Doch die Habsburger haben, oder haben die es nicht geschafft, durch gute Heiratspolitik überall Habsburger hinzupflanzen? Waren das da nicht auch immer Habsburger? Oder galt das wirklich auch immer nur für die männlichen Kinder, die verheiratet wurden? Ja, interessant, aber im Prinzip hier ist es ja eigentlich vollkommen egal, denn dieser Mann wird ja wahrscheinlich niemals, der kleine Mann hier wird wahrscheinlich niemals das Königreich erben. Davor sind noch dran. Bernabeu, Sesto und Gaspare. Und ich glaube, deswegen ist es vollkommen egal. Wir machen das so. Wir nehmen jetzt hier einen mächtigen Bündnispartner. Und bevor ich vergesse, geht es natürlich auch erstmal noch um Herzog Liudolf selbst. Lebenswandel. Natürlich hat schon. Oh, Familienhierarchie. Das ist gut zu wissen, dass er hier. Oh, gut. Gut. Also er ist auf jeden Fall Familienmensch. Gar nicht mal ein Diplomat, interessant, hätte ich jetzt anders gemacht, aber die KI hat sich hierfür entschieden. Finde ich aber gut. Dadurch kann ich jetzt mal die Dynastie Marburg ein bisschen stärken, weil der fehlt es auf jeden Fall durch letzten Herzöge, die haben es ja alles nicht hergegeben. Fehlt es natürlich massiv an prestigeträchtiger Dynastiemitglieder einer großen Familie.
mächtige Grafen, Herzöge, Könige, haben wir ja alles nicht. Wir sind ja derzeit immer nur quasi auf eine Linie beschränkt, auch um die Nachfolge klein zu halten. Das wird jetzt hoffentlich auch besser sein. Und das kann er ganz gut angehen. Das sehe ich aber, ihr erahnt es, ich will natürlich auch die Macht erhalten. Und wenn er sich in sein Kämmerchen zurückzieht, dann um die Domäne zu erweitern. Ja, mag nicht das Klügste sein, könnte man vielleicht auch hier, hätte man vielleicht auch Fruchtbarkeit gehen sollen, bei ihm ganz klar. Mal schauen, ob das noch später notwendig wird, ob wir da nicht doch noch panisch in 5 Jahren das Ganze ändern müssen. Dann ist die Frau 27, das passt immer noch. Nachfolger nominieren für das Heilige Römische Reich. Da ist derzeit im Stimmergebnis auf Platz 1 Prinz Vejebor, auch ein Rogaller. Ich glaube, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass er der Sohn des derzeitigen Kaisers ist. Nein, der Bruder. Ein jüngerer Bruder des Kaisers. Der frühere Kaiser hatte mehrere Kinder. Wir haben hier Prinz Pavel, Prinz Przemyslaw, jetzt eben Prinz und jetzt eben Kaiser Zbytko. Und hier der nächste wäre Prinz Vesebor. Das liegt daran, dass er Kinder hat, die allerdings noch nicht berücksichtigt werden. Entschuldigung. Aber auch hier machen wir ganz klar, wir gehen einfach auf den, der derzeit Kaiser Zbytko auch selbst. Den machen wir natürlich mit. Geben auch hier unsere Stimme ab, aus den zuletzt genannten Gründen. Also es gibt quasi keinen Grund. Hier, wir mögen uns und jetzt seit längerem Rogalla sind, haben das Reich wieder stabilisiert. Wir verstehen uns, es gibt keinen Grund, diese Dynastie als herrschende Dynastie anzuzweifeln. Leider immer noch nicht. Und dann können wir natürlich noch den ganzen Rat besetzen mit neuen Ratsposten. Und da würde ich natürlich auch sagen, gehen wir überwiegend auf die mächtigen Vasallen, um die zufriedenzustellen. Das sozusagen als diplomatischer Kniff. Und ich habe mir da schon mal angeguckt, wir haben hier vor allem vier, die das für sich in Anspruch nehmen. Und die werden wir natürlich auch so verteilen. Und Graf Hugo ist quasi nur zu gebrauchen als Ratskanzler. Wäre Graf Pschibor natürlich noch ein bisschen besser, aber ich hab's gesagt. Ratsverwalter, das ist ganz gut. Graf Adalhard von Klingenberg ist richtig gut. Und ein Schwager, mächtiger Vasall. Und schon mögen die uns. Das ist wichtig und richtig. Und hier wird es jetzt interessant. Beide sehr, sehr gut in Kriegsführung und eher schlecht in Ränkespiel. Aber sie ein bisschen besser im Ränkespiel, eher ein bisschen besser in Kriegsführung. Damit ist eigentlich die Reihenfolge klar. Und es gibt tatsächlich auch im Reich kaum jemand Besseres. Es gibt noch die 13er, klar. Aber das müssen wir machen. Sie ist allerdings eine Rivalin. Nö. Sie mag mich nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, weil ich einfach, na, ich bin nicht. Ich bin im Gegensatz zu meinem Vater nicht so schimmernd. Und ja, kann schon verstehen, dass die Leute mir da nicht so viel zutrauen, erstmal. Mal so eine Ablehnung wahrscheinlich auch gegen das Reizlose. Dass ich schüchtern bin, man sieht mich kaum, die wollen mich nicht sehen. All das. Adela, genau da wird gerade losgeschickt. Kriege könnten wir mal kurz gucken. Was ist denn der Kriegsgrund? Wir könnten natürlich jetzt noch für unsere Schwester das Königreich holen. Aber hier sind wir jetzt tatsächlich mal nicht stark genug. Gegen Lothringen gilt noch Ansprüche unserer Grafen. Und was haben wir noch? Ankria. Für Graf Michael von Paderborn vermutlich, ja. Auch das derzeit nicht in meinem Interesse. Was allerdings immer, also habe ich denn Ansprüche? Ich selbst natürlich jetzt nicht, die sind alle weg. Aber, und das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall im Auge behalten möchte. Ich glaube, er ist, ich habe mir da schon überlegt, ob er jemand ist, der ihretwegen oder für sie das Herzogtum und die Grafschaften Verona, auf die sie Anspruch hat, von, wem gehört denn das gerade? Also es ist auf jeden Fall wieder unabhängig, war ja mal zeitlang kurzzeitig venezianisch, aber der ist natürlich schon stark. Also das kann man so sagen, da müssen wir aufpassen, aber das wäre auf jeden Fall eine Idee. Bei Hessen, Verona, ganz witzig eigentlich, der ist seit 27. Der Rat des Lehnsherrn, der Ratsverwalterposten ist ja derzeit nicht besetzt. Da war ja ernst dran. Mal gucken, mit 17 haben wir vielleicht ganz gute Chancen. Ist jetzt die Frage, will er das überhaupt? Also er kann nicht Nein sagen, aber es passt vielleicht nicht ganz zu seinem Charakter.
Genau, das auf jeden Fall schon mal. Und was wir auf jeden Fall, ich befürchte, ich komme gar nicht so viel zum Spielen. Ich habe jetzt auf jeden Fall zu viele Provinzen. Zwei könnte ich abgeben, dann würde ich mal bei 8 erstmal lassen. Grafschaft Mark, die können wir, glaube ich, abgeben. Und da muss ich jetzt mal gucken, wer sich anbietet. Wir haben hier schon. Gottschalk ist nur ein Höfling. Sieghard. Hier haben wir wieder Grafen, Baron, Alabero. Die waren jetzt alle nicht Teil. Oh, Milos Erzzeugwart. Alle nicht Teil unserer Ritterschaft. Dann schauen wir doch aber mal. Was ist denn das für einer? Auch schüchtern. Feige. Nee. Nee, das. Gottschalk. Niedrige Geburt. Nee. Leibwächter. Der ist auch schüchtern. Ja gut, ich glaube, dann können wir uns gemeinsam. Der soll Leibwächter bleiben. Können wir uns gemeinsam zurückziehen. Milo. Ja, ich würde sagen, der. Ah, nee, der ist 61, das lohnt sich auch nicht mehr. Vido. Aber ich finde die Idee ganz gut, eigentlich Höflinge zu nehmen. Ganz grundsätzlich finde ich die Idee gut. Und zwar aus folgendem Grund: Ich will nicht so einen vollen Hof. Er ist jetzt schüchtern. Ne, Diplomatie, ja, aber auch schüchtern. Immer, dass ich. Und boah, so maßvoll. Ich glaube, er will einfach. Er will jetzt. Ne, der Vater hat ganz viele Leute als geselliger Mensch eingeladen. Er sagt sich. Ich werde jetzt ganz viele Leute wieder ausladen. Deswegen machen wir das. Titel vergeben. Niedrige Geburt. Ja, egal. Ja, er bekommt jetzt Grafschaft von Mark. Das heißt, er mag mich. Rüstung immer. Jetzt hat er halt ein Haus begründet. Finde ich ganz nett. Lautern, Speyer, Koblenz. Alles gerne behalten. Ihr ahnt es schon. Jetzt wird's eben Dürren. Und Dürren können wir vergeben an. Nee, auch hier gucken wir erstmal wieder im eigenen Hofstaat nach, wer dafür geeignet ist. Hermann. Hinterlistig, feige, niedrige Geburt. Ja, das ist halt das Problem, ne? Die haben halt alle noch nichts für mich geleistet. Können sie auch nie. Oh, ich habe noch einen Gefangenen. Da müssen wir gleich mal drum kümmern. Den kenne ich doch irgendwie. Der hat doch auch schon was geleistet, oder nicht? Ja, auf jeden Fall machen wir den auch mal zu einem. Nee, das nicht. Wir machen dich zu einem Grafen. Und zwar den Grafen von Dürren. Jetzt sind wir bei 8 von 7. Das ist okay. Jetzt können wir nochmal kurz. Gefangene haben wir zwei. Kannst du. Nee, also Geld. Nee, ich will Geld. Es gibt nur schwaches Druckmittel gegen König Heribert. Das können wir machen. Und hier hätte ich gerne. Wer bist du? Keine Ahnung. Ich bekomme Anspannung, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Dann lassen wir den mal kurz drin. Ich bin ja gefühllos. Lassen wir mal ganz kurz weiterlaufen. Schauen, was passiert. Im Prinzip ist die Folge eigentlich auch schon vorbei. Ich möchte nur kurz die ersten Bestätigungen haben. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Oh, das können wir noch machen. Das größte Spiel. Schach. König John nimmt mir gegenüber Platz. Oh, wer ist jetzt zu wem gegangen? Das ist die gute Frage. Nee, wir finden es. Nee, egal. Unsere Schachpartie wird gleich beginnen und mit einer wetteifernden Grimasse verrät John mir, wie selbstbewusst er ist. Er ist zuerst dran und als Eröffnung wählt er ein wirklich lächerliches Figurenopfer. Wir liegen Kopf an Kopf, doch keiner von uns kommt dem Sieg näher. Es macht so viel mehr Spaß, mit jemand weit Wundem zu spielen. Was ist das für ein Wort? Sagt mein Gegenüber langgezogen und mit reichlich erfreuter Gehässigkeit in der Stimme. Nicht wahr, Liudolf? Ich bin jetzt nicht besonders klug. Intrigant. Taktisch. Na, aber machen wir. Ich pfeife mal ganz unschuldig. Mal gucken, was passiert. Unsere Partie geht weiter. John setzt auf eine Auswahl an klugen Finten und Listen. Wir liegen Kopf an Kopf, doch keiner von uns kommt dem Sieg näher. Es macht so viel mehr Spaß. Was machen wir diesmal? Wieder unschuldig. Ich pfeife einfach die ganze Zeit. Und es geht immer noch weiter. Also es passiert auch immer das Gleiche, aber er sagt jetzt endlich mal, ehrlich gesagt, bin ich beeindruckt, dass ihr überhaupt so gut spielt, prahlt man gegenüber, wenn man bedenkt, gegen wen ihr hier antretet. Oh, er ist sehr überzeugt von sich. Und ich bleibe jetzt auch mal daran. Ihr werdet meine Züge nicht einmal erahnen, zumindest glaube ich das. Und es geht immer noch genauso weiter.
Wir sind jetzt gefangen in der Schachspirale. Ich verliere das Spiel. Ich erhalte kritische Anspannung. Jetzt wird spannend, Leute. Im bestialischen Triumph aufheulen springt John auf die Beine. Ich habe verloren. Mir rutschen die Hände auf. Die Knie verzweifelt auf der Suche nach Halt. Bin ich etwa schlecht in Schach? Nun, der bessere Spieler hat gewonnen. Was bedeutet das? Diplomatie-Herausforderung. Ah, und ihr verliert Meinung. Nö, dann machen wir einfach das da. Mal schauen, wer es beim... durch einen Entscheidungssieg... Naja, gut, okay, jetzt können wir noch abwarten. Das Bündnis ist geschmiedet. Ich habe ein Druckmittel gegen den König erhalten hier. Und jetzt geistiger Zusammenbruch, liederliches Verlangen. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt. Bei all den Beschwernissen des täglichen Lebens ist es allzu leicht, sich in Tagträumereien zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich nur dagegen unternehmen? Ich muss mich abschotten, um nicht in Versuchung zu geraten. Okay, das würde ja natürlich erstmal zu dem Schüchternen passen. Die alten Gebote werden mir helfen, rein zu bleiben. Konvertieren, das sehe ich nicht. Was ist ein Charaismus? Ein jüdischer Glaube, schau einer an. Und ich beiße mich auf die Lippen und konzentriere mich weiter. Also für mich ist das Freudenhaus, weil liederliches Verlangen ist jetzt hier keine Option. Gibt es auch in einer anderen Konstellation dieses Ereignis. Ich erhalte Anspannung, weil ich mich zusammenreiße. Ich bin aber gefühllos. Das ist ja ein bisschen schwierig. Also ich gehe auf jeden Fall nicht ins Freudenhaus, klar. Das finde ich eigentlich ganz nett. Einsiedlerisch ist nicht nett, das ist ein Problem. Mal wieder. Ich bin geneigt, das zu machen. Ich will jetzt erstmal das da hier probieren. Ich finde eigentlich ganz cool, wenn man hier eine Anspannungsgeschichte bekommt. Aber jetzt machen wir erstmal das. So, und wie wir mit der Anspannung jetzt umgehen, das sehen wir dann bei den nächsten Folge, die jetzt schon wieder viel zu lang geworden ist. Das ist auf jeden Fall Liudolf. Ich hoffe, er hat einen guten ersten Eindruck bei euch hinterlassen. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Kurz nämlich noch ganz schnell nachgucken. Ja, der Ratsverwalterposten wäre noch drin. Jawohl. Okay, das beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Abonniert, wenn noch nicht getan. Bis dann. Tschüss.